Die Tür, die haben wir schon mal gesehen, oder? Was geht und willkommen zu The Room 2. Diesmal läuft alles mit dem Ton und wir erstellen uns jetzt ein neues Profil und da nennen wir uns jetzt, warte, das haben wir gleich. So, Confirm. Wir sind im Hauptmenü vom dritten, habe ich jetzt dritten gesagt? Ich meinte den zweiten Teil natürlich. Und es kann endlich wieder weitergehen mit dem Rumgerätsel. Wenn ihr keine weiteren Videos von solchen Videos verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und ich würde mich riesig freuen. New Game. Tutorial, click to begin. So, was mir als allererstes schon mal auffällt, ist das ekelhaft. Options, Graphic Settings, Resolution oder Preset very low. Wenn ich auf Amazing stelle, dann habe ich wahrscheinlich richtig wenig FPS, oder? Mal kurz gucken. Nein. Läuft sogar auf Amazing mit 144 FPS. Im ersten Teil ging das irgendwie nicht, da musste ich die Grafik runterstellen, weil es total die FPS-Einbrüche gab, aber diesmal nicht. Das ist ein Brief. Gibt's ja auch noch was anderes? Warte mal. Wieso habe ich denn Language? Deutsch. So, jetzt aber. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund. Es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht. Auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. Die Linse ist kaputt. Ja, die ist im letzten Tag kaputt gegangen. Es gibt nämlich jetzt zwei Tische, das ist schon mal geil. Und hier haben wir direkt die erste Box. Drücke den Knopf. Und dann können wir die öffnen. Dann schieben wir einfach mal die Teile hier rein. Oh ne, da müssen wir ein bisschen... Ah ne, das kommt da rein. Und das kommt dann hier rein. So. Aha, eine Schublade. Und da drin ist eine seltsame Linse. Und die kommt jetzt an das Okular. Knopf. Nimm das Teil auf. Ein Objekt gefunden. Ein kleines Stück geformtes Metall. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil ersetzen kann. Ist auf jeden Fall cool. Das Okular funktioniert jetzt wieder mit der neuen Linse. Ein kleines Stück geformtes Metall. Gut. Wahrscheinlich kommt das hier rein, ne? Nein, Spaß. Das ist ja viereckig. Wie soll das da reinpassen? Da ist ein Brief. 23. Oktober 1883, Mr. Rigby. Ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niederer Herkunft und derart geringeren Rangs wie sie niemals einstellen. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen
Grabräuber bei uns aufgenommen haben, doch wie Mr. de Montfand schon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nun dann entlohnt. Wenn Sie das Artefakt haben, sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormem Wert ist, aber auch das für eine Handvoll Wissenschaftler, für die Augen oder Hände ungebildeter Herren wie Sie es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an diesem Objekt unterlassen. Andernfalls könnte sie in größere Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Oh, da ist noch so ein Ding. So. Und hier, was ist das? Das weiß ich nicht. Ah, vielleicht am anderen Tisch wieder. Vielleicht muss ich das hier einsetzen. Ja, guck mal einer an. Achso, vielleicht muss ich das erstmal vergrößern. Hier kommt eins rein. Und hier kommt eins rein. Schön. Und hier hat sich ein Fach geöffnet. Eine merkwürdige Messingkugel. Ja, wieso ist diese Kugel merkwürdig? Oh, was haben wir denn hier? Was? Der Sockel lässt sich wohl abnehmen, aber nicht per Hand. Okay, also kann ich per Hand hier nichts machen. Aber bestimmt kommt die Kugel hier drauf. Und es ist ein Auge, Hilfe. Oh Gott, das Auge. Das Auge verfolgt mich. Okay, was muss da gemacht werden? Das weiß ich nicht. Haben wir hier noch? Ach so. Nee, oder? Nee, das ist nicht die Lösung. Es gibt. Wenn der Kompass drehe, wird offenbar eine Art Code eingegeben. Ja, das ist mir schon klar. Aber was für ein Code? Oh. N. Ach nee. SESWN. 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 Jetzt lässt es sich aber ein Medaillon ausnehmen. Dieses Medaillon ist natürlich, so wie ich dachte, zu öffnen. Jetzt haben wir ein Viereck und ich weiß auch schon, wo das Viereck hin muss. Nämlich hier an den Tisch in dieses Teil. Genau hier rein. Es leuchtet rot. Was auch immer das anleuchtet. Hey, halt. Gott, ich hasse sowas. Das ist creepy. Oh ja, da. Kurz gucken. Da, ich hab's gefunden.
finde dieses mit. Ah, mein Gott, was ist das? Ein Engel. Sieht zwar nicht so friedlich aus, aber irgendwie ist es ein Engel. Okay. Oh ja. Die Tür, die haben wir schon mal gesehen, oder? Und es geht durch diese Tür durch. Kapitel abgeschlossen. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen, doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Spiel fortsetzen. Da bin ich ja mal gespannt. Hier haben wir einen neuen Brief. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf den Vormast geklettert. Die Tat eines Narren, der Nebel so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann. Schweige denn die Helena. Und dennoch habe ich das Waffendeck, die Kanonen, bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit. Was? Die Männer müssen einsatzbereit sein wahrscheinlich, ne? Auf dem Mast, Kanonenmast? Was für Kanonenmast? Oh, was haben wir denn hier? Nichts. Was haben wir hier? Ein Lenkrad? Nee, eigentlich kein Lenkrad dran, ne? Kanonenschächte? Und irgendwas. Ja, chill. Erstmal umgucken. Ach, ich bin in einem Schiff sogar. Das ist krass. Was stand da? Frustriert habe ich bereits auf den Vormast geklettert. Der Vormast. Ach, lol. Guck mal, was war denn das da gerade? Das glitzert ein bisschen, ne? Auf den Vormast geklettert. Ach so. Verstehe. Ja, eigentlich verstehe ich das nicht so ganz. Obwohl doch. Ein goldener Schlüssel. Kann man den irgendwo verwenden? Warte. Die Tat eines Narren, der Nebel so dicht, dass ich aus dem Mastkorb... Warum sage ich immer Mastkorb? Mastkorb kaum das Deck sehen kann. Das Deck. Ach lol. Kanonen müssen natürlich erstmal positioniert werden. Boah, das sieht geil aus. Und da kommt natürlich der Schlüssel rein. Ja, da fehlt mir eine Steinhälfte. Oh, da leuchtet eine Truhe. Ach so, die Miniatur ist also meine Realität. Oh ja, aufklappen. Verstehe ich jetzt nicht. Was soll genau hier gemacht werden? Ne, warte, ich muss doch hier an die Truhe, oder nicht? Was haben wir denn hier? Hier ist auch irgendwas, ne? Ah, guck mal einer an. Ein Schlüssel. Ah, und das eine spitze Dreieck ist unten. Hier ist das so.
Ein kleiner Schlüssel, warte mal. Spitze Dreieck vielleicht überall unten? Weil das macht am einzigsten Sinn. Nein. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Oh, warte, warte, warte. Hier lag doch gerade noch ein Buch. Hier ist ein Buch, ich sag's doch. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See. Und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel und meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf der San Epecito gemachten Gefangenen zufolge mussten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Nenngarna finden. Tumbe Handlanger waren es, mit allem außer den Arbeiten auf das Deck unvertraut, doch sie sprachen von einem bordbefindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Ja, oh, da ist auch noch was. Ein spitzes Dreieck, auch wieder zur Mitte, exakt. Und was haben wir hier? Haben wir hier auch irgendwas? Oh, was haben wir denn da? Eine seltsame Röhre. Ist da irgendwo was markiert? Nein. Eine seltsame Röhre. Kann ich hier irgendwo... Habe ich den Zettel schon gelesen? Nein, ne? Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüten einer geschwind segelnden Galeere? Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinem Weg folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt. Ich werde weiter Notizen hinterlassen und dies solltest du auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort fürwahr. Doch irgendetwas stimmt hier nicht, wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was, ein Hauch irdischer Realität fehlt. Bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. Ja, was habe ich gerade gekriegt? Kann ich das... Gibt es hier noch irgendwas, wo ich das einsetzen kann, was ich gerade bekommen habe? Oder ist das... Es ist gezackt. Gezackt. Hier ist nirgendwo was, wo ich... Obwohl da vielleicht, ne? Nee, das ist ja... Ach, guck mal. Da ist ein merkwürdig geformter Schlüssel, der mir zeigt, dass ich recht hatte, alle Dreiecke zur Mitte gehen zu lassen. Und deswegen passt der Schlüssel da jetzt auch. Und die Truhe öffnet sich. Und da ist kein Schatz drin, war ja klar, ein neues Rätsel. Da ist ein Viereck. Okay. Was stand da? Steht jetzt nicht mehr da. Toll, habe ich zu schnell weggeklickt. Hier ist ein Hebel. Ach, sieh mal einer an. Das mal nicht tolles. Das zweite Siegel ist offen. Was haben wir hier? Ist da irgendwas? Nee. Aber da ist was. Hab ich gerade erst gesehen. Das dritte Siegel ist offen und hier ist der Knopf. Und damit ist nun auch das vierte offen. Jetzt benutzen wir unseren komischen Drehschlüssel und kommen endlich an den Schatz. Kleiner Spaß, natürlich kommt erstmal eine Schatzkarte, wieso denn nicht? Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fahren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen im Norden.
um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Was? Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige, ne? 2 Meilen nach Norden, 2 Meilen nach Westen und 3 Meilen nach Süden. 2 Meilen nach Norden, 2 Meilen nach Westen und 1, 2, 3 Meilen nach Süden. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen. Und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickte, fuhr sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung konnten wir sie mühelos überholen, so dass sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Also, 4 Meilen Westen, 4 Meilen, was sagen wir immer, 4 Meilen entfernt, als sie uns hinter sich erblickte. Also entweder geht's dann 4 Meilen nach Norden oder 4 Meilen gegenüberliegend. Also, 4 Meilen Westen, 4 Meilen Norden, 2 Meilen Westen. 4 Meilen Westen. Nee. Brauche ich irgendwas hier? 4 Meilen Westen. Ach so, ich habe doch einen Schlüssel, ne? Nee, das ist es nicht. Oder? Nein, das Schlüsselloch ist zu. Aber ich dachte, ich müsste den Knopf drücken. Verstehe ich jetzt, aber vielleicht muss ich ja noch was anderes machen. Vielleicht muss ich was am Schiff machen. Aber eigentlich nicht, ne? Hier war nichts mehr zu tun, eigentlich. Aber ich habe diesen Schlüssel. Komisch. Was ist das für ein Mechanismus unter dem Tagebucheintrag? Er hat offenbar bewegliche Teile. Ja, wie offenbar bewegliche Teile? Ich hab doch, kann doch hier nichts. Ach, oh. Guten Morgen. Oh, das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Kann ich das nochmal zurücknehmen, dass ich das nicht mitdrehe? Gut. Jetzt kann gerne das funktionieren. Jetzt passt der Schlüssel auch rein. Und dann kann ich ihn drehen. So, wie war das jetzt? 4 Meilen nach Westen. 1, 2, 3, 4. Dann 4 Meilen im Norden. 1, 2, 3, 4. Und dann 2 Meilen nach Westen. 1, 2. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da war sie 6 Meilen im Süden. Wir näherten uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal noch 1 Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Oh, was? Warte mal, was?
zur Mittagshitze. Da war sie 6 Meilen im Süden. Wir näherten uns rasch. Und sie fuhr 2 Meilen. Ja. Süden. Ja, woher soll ich denn wissen, wo Süden ist? Da müsste ich mich ja komplett rumdrehen. Ah ja, ich sehe schon. Wir kommen der ganzen Sache doch näher. Das Symbol hat sich gefügt schon. Oh, jetzt ändert sich der Weg, ja. Sechs Meilen im Süden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 2 Meilen nach Osten. Eins, zwei. 1 Meile nach Norden. So, kommen wir jetzt an den Schatz oder wie? Objekt gefunden, eine bemalte Galionsfigur oder sowas. Oh, nein, wir kommen nicht an den Schatz, der Schatz hat sich geschlossen. Aber ich kann mir vorstellen, wo die hinkommt, weil die sieht so aus wie ein. Ja, genau, habe ich mir nämlich schon gedacht. Und da öffnet sich wieder etwas. Dort drin befindet sich das Steuerrad des Modellschiffs. Ich weiß ja, wo es hinkommt. Das hat nämlich vorhin gefehlt. So, jetzt können wir lenken. Ah, ein Knopf. Was macht das denn? Ist ja cool. Ah, jetzt brauche ich wahrscheinlich das. Rose. Da ist der zweite Edelstein. Und ein Tisch hat sich offenbart. Doch wie es an diesem Tisch weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr doch gerne mal ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.